Yume, bist du da? Darf ich reinkommen? Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und die Geschichten zweier Städte. Die schwangere Sean hat ihr Kleines bekommen. Beide sind wohl auf. Oh mein Gott. Ich habe gerade keinen Namen. Oh mein Gott, Leute, es geht wieder los. Ewige Namenssuche. Ich habe sie dir mitgebracht. Sehr schön. Hey, hier ist das Baby. Sieht das nicht wunderschön aus? Hast du dir schon einen Namen überlegt? Okay, jetzt muss ich überlegen. Ich guck mal ganz kurz in meine Community-Sachen, wer dann so am Anfang kommentiert hat. Ich glaube, es wird... Mach ich's? Mach ich's nicht? Ja, komm, ich mach's. Lisa! So, Lisa. So. Ja, Lisa, richtig. Das ist ein schöner Name. Pass gut auf es auf, okay? Ich weiß, ich hatte bei Story of Seasons auch wieder eine Lisa. Aber es sind halt eben oft auch dieselben, die über lange Zeit auch viel kommentieren. Und die möchte ich dann natürlich, jetzt habe ich gerade ganz kurz den Faden verloren. Ja, ich möchte natürlich auch die belohnen, die sehr viel kommentieren. Auch projektübergreifend. Ich werde dann mal zurückgehen. Komm vorbei, wenn du etwas brauchst. Okay. Oh, okay, nach dem kleinen Hirnaushänger von mir. Ich muss euch auch etwas gestehen. Da ich keine Milch hatte. Huch, was ist jetzt los? Dum dum da da! Du hast jetzt 5 Tiere. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst aber mehr Tiere halten. Also solltest du mehr halten. Tiere sind toll, meinst du nicht? Sie sind auch sehr süß. Auf jeden Fall, pass gut auf sie auf. Tudelö. Tudelö. Lö. So, oh, da ordentlich Geld. Das Money am Kriegen. Ihr seht, es ist schon so Mitte, Ende Herbst. Das liegt daran. Ich guck mal ganz kurz auf den Kalender. Hier wäre das Kochfest gewesen mit Suppe. Nur leider, nun ja, hatte ich keine Milch und auch sonst keine Zutaten für eine Suppe. Was ziemlich kacke war. Mhm. Das heißt, ich konnte an dem Kochwettbewerb nicht teilnehmen. Also ich hätte anfeuern können. Das hat auch ein bisschen was gebracht. Also das Wohlwollen ein wenig aufgefüllt. Aber ich dachte, nee, komm, ich will dann schon richtig teilnehmen. Richtig in die Vollen gehen quasi. Und da war das natürlich jetzt nicht so geeignet. Gut, das kann man hier ein bisschen so hier noch gizi-gizi machen. Mann, man seid hier mal fertig. Das dauert ja ewig, meine Güte. So, okay. Ich hoffe, ich kann vielleicht im Winter oder so den Tierspielplatz bauen. Das wäre super. Wobei ich mir auch, wenn ich ehrlich bin, überlegt habe, ob ich... ich muss ja noch die Tiere rausbringen. Ich habe mir überlegt, ob ich eventuell nächstes Jahr... Also dann... Ja, doch, ja, das stimmt so. Nächstes Jahr einfach mal nach Konohana ziehe. Also einfach mal ein Jahr in Konohana die ganzen Feste mir angucken. Aber vielleicht mache ich das auch ein bisschen später. Ich muss mal gucken. Vielleicht ziehe ich erst auch im Sommer nächstes Jahr hin oder so. Muss ich mal schauen. Ach ja, ich habe ja noch... Du wirst natürlich auch noch mit raus. Da brauche ich eigentlich einen zweiten Hund, der sich da jetzt drum kümmert, ne? Ja, wird schon schwierig. Hier so von Pflege her, ja. Dann würde ich sagen, wenn ich wirklich vielleicht auch erst nächstes Jahr im Sommer oder so nach Konohana ziehe oder ja, Ende Frühling, muss ich mal gucken, dann kann ich ja hier in Ruhe noch diesen Haustierspielplatz hinstellen. Das wäre super. Dass ich halt dann einfach auch, ja, Aini und Kyoto besser um die Tiere kümmern. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich brauche ja eine Melkemaschine. Sofort. So. Ja. Endlich wieder Milch. Super. So. Na komm. Sehr schön. Ich kann ja mal gucken, wie hoch jetzt die Freundschaft zu Sean ist. Tierstatistiken. Hier sieht es schon mal sehr gut aus. Und hier eigentlich auch. Also, wie ich wollte, Lisa hat schon die Hälfte ihrer Herzen, das ist perfekt.
Da geht es dann relativ schnell, dass sie dann auch voll ist und wir optimale Milch haben. Dana ist jetzt auch voll. Perfekt. Ja, Kyoto und Aini haben sogar schon 2 Herzen. Das ist sehr gut. Okay. Ja, vielleicht wird es sich Aini dann bald mal dazu bereit erklären, doch 2 Kühe rauszubringen. Das finde ich sehr nett von ihm. Gucken wir mal. So, okay. Trotzdem muss ich mich noch um einen Huhn kümmern. Moment. Tigger bringt da immer nur 1 raus. Ich weiß gar nicht, ob er immer ein anderes rausbringt. Also, ob er jetzt Lolli oder Jojo rausbringt. Ich kann es gerade gar nicht sagen. Ups, was mache ich denn? Upsi pupsi. So, genau. Viel Spaß hier. Okay. So viel dazu. Oh mein Gott. So, ich guck mal, was jetzt hier demnächst noch alles so ansteht. Kalender anzeigen, ja bitte. Das nächste ist das Kochfest mit dem Hauptgang. Ach ja, da fällt mir gerade ein. Ich habe sehr viel gekocht offscreen ohne euch. Ich habe sehr viele neue Rezepte gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier alle sehe. Also ein Salat, jetzt nicht sehr viel. Gurkennamul, kann sein, dass das neu ist. Caprese ist nicht neu. Gucken mal, Zwiebelsuppe, Kräutersuppe, Radieschensuppe. Schmorrüben, Cornflakes, hier ist glaube ich Folienpilz, Grillpilz, ist beides glaube ich neu. Kann man auch andere Pilze benutzen, müssen nicht die sein, die oben abgebildet sind, Hauptsache man nimmt Pilze. Grillpilz kann ich sogar gerade machen, das ist aber schön. Sandwich war nicht neu, oder ich hab's, nee, das war glaube ich schon, Marmeladenbrötchen war glaube ich neu. Also einfach Brot mit Marmelade, das ist sehr gut, Toast ist neu, ich habe ganz viele Sachen mit Brot einfach gemacht. Armer Ritter ist sogar auch ziemlich einfach. Honigtoast. Grill-Auberschiene, weil ich kann ja jetzt Auberschienen regelmäßig ernten. Was sehr praktisch ist. Folienkartoffeln. Nee, das war schon dabei. Eierpudding. Ja, Eierpudding. Ja, dann halt Ei. Und ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie. Ich weiß gar nicht, das ergibt ja keinen Sinn. Man braucht auch Milch für Pudding, oder? Ja, jedenfalls Ei, Pilze und das in den Topf. Sashimi kennt man schon, Tempura ist relativ komplex, aber ganz okay. Tofu würde ich gerne mal machen. Mann. Was haben wir denn hier? Omelette, Reisomelette, marinierter Fisch, Curry, das kennen wir ja schon. Spaghetti, Ei auf Reis, einfach Reis und Eis, denke ich mal relativ einfach. Tamagodon, also eine Suppe, denke ich mal. Reis mit einem Teppich aus Ei drauf. Ach so, oder so. Ja, Reis, Seetang und Ei. Sushi. Sashimi und Reis. Muss auf die klar sein. Kirashi-Sushi. Ja, Sushi einfach. Also Reis und Sashimi. Und dazu eine Nudel. Mein Ei meine ich. Onigiri, Reis und Seetang. Kennt man ja, diese kleinen Reisbällchen. Gegrillter Onigiri habe ich auch gemacht. Also so ein Reisbällchen mit Öl in der Pfanne. Reisbrei kennt man ja auch schon. Bratreis ist, denke ich mal, Reis selbsterklärend. Reis mit noch Pilzen. Kastanienreis. Bambussprossenreis. Alles jetzt soweit nichts Besonderes. Hab ich hier noch irgendwas? Honigpudding. Sojabohnenmochi. Hier ist nicht sehr viel Neues. Gekochter Reis. Reis im Topf. Ist ganz leicht. Brot. Ja, ich finde, sie hätten hier statt den Gewürzen einfach einen Backofen nehmen sollen als drittes Kochutensil. Ja, Brot halt, Topf und Mehl. Ergibt keinen Sinn, aber egal. Erdbeermarmelade, verschiedene Marmeladensorten, Tee, Fruchtsaft und Fruchtsmoothie. Habe ich nicht gemacht, aber habe ich, glaube ich, Inspiration dazu bekommen. Dauert noch ein bisschen, bis ich das machen kann. Wozu man auch immer jetzt auch Gewürze bei einem Smoothie oder einem Fruchtsaft braucht. Ich weiß es nicht. Sie hätten meiner Meinung nach, wie gesagt, wirklich einfach. Nun ja, den Backofen nehmen sollen. Okay, gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Gucken mal so ein bisschen, was alle anderen so brauchen und wollen. Ich gucke mal, weil ich weiß, dass dieser Haustierspielplatz kostet 40.000. Deswegen wäre es gut, wenn ich schon zu Beginn des nächsten Monats 40.000 zusammen hätte, dass ich dann wieder holen kann. Was sind hier? Du willst Milch. Das kriege ich hin in 6 Tagen. Du möchtest auch Milch. Jetzt wollen sie alle Milch haben. Die Milchwahnsinnigen hier. So, was wollte ich denn eigentlich jetzt hier nochmal explizit tun? Oder eigentlich irgendwas Wichtiges machen? Aber ich habe es gerade vergessen. Ach ja. Wir gucken nochmal bei Jessica vorbei. Ich glaube, ihr Laden macht auch erst um 10 wieder auf. Das ist aber jetzt. Jetzt bin ich an dem Laden vorbeigeritten. Ich
bin manchmal schon ganz schön dusselig. So, mir fällt nämlich auch gerade ein. Heute, magisches Rotgras, finde ich gar nicht mehr. Wanderfalter, die finde ich alle nicht. Kastanien, das kriege ich hin. Ina, kein Problem. Ja, Milch und Chavel. Also nochmal Milch. Das wird etwas abenteuerlich. Okay, ich bin gerade so ein bisschen zerstreut. Ah, hallo Ash. Guten Morgen, es scheint dir gut zu gehen. Nein, ich habe die Mischung nicht beisammen. Es tut mir leid, lieber Ashy Boy. Ich weiß gar nicht, können wir mit Cam auch reden? Ist er heute überhaupt da? Nein, heute nicht, seit frei. Er mag ja auch sehr gerne so Wildpflanzen. Da kann man sich relativ gut bei ihm einschleimen. Das ist super. So, hat in der Laden hier offen. Ja, wir gucken mal, was es gibt. Willkommen in Jessicas Viehhandlung. Was kann man denn kaufen? Können wir irgendwas Neues kaufen? Nein, leider nicht. Können auch keine ausgewachsene Kuh heute kaufen oder so. Das ging doch auch mal, oder? Das ist ja schon mal so ein bisschen random, was es gibt. Nein, danke. Dann brauchen wir soweit erstmal nichts. Na dann, komm jederzeit wieder. Okay, hier gibt es auch so die Kekse. Aber die sind auch immer super teuer. Deswegen lasse ich erstmal die Finger davon. Später kann ich diese Kekse vielleicht mal gut verwenden. Aber jetzt im Moment... Nein, lieber nicht. Okay, da stellt sich die große Frage, was wir jetzt sonst noch machen heute. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob Cam hier ist. Cammy Boy? Nee, hat er keinen Bock. Aber ich kann ein paar Fische sammeln. Meergrundel, sehr gut, da kann ich Sashimi draus machen. Meergrundel ist ein Scooterfisch. Ja, Kreten und Bälle sind bekannterweise vielleicht weniger gute Fische. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal nach Konohana. Ich möchte auch mal gerne nach unseren Pflanzen dort gucken. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Gucken wir einfach mal, ne? Machen wir mal Looky Looky. Eventuell auch wieder mal ein bisschen was nachsehen. Ich muss gucken. Also jetzt für Sommer-Herbstpflanzen nicht, aber vielleicht eine Herbst-Winterpflanze. Also wir haben jetzt noch, ich gucke gerade, wir haben jetzt 31, 34, 44 Tage Zeit, bis bis irgendwas fertig ausgewachsen ist, was 2 Jahreszeiten dauert. Da muss ich echt mal gucken, dass ich jetzt nichts Falsches anbaue irgendwie. Wir schauen einfach mal. So, das ist auch nochmal ewig. Aber es gibt später einen Trick, wie man leichter den Berg runterkommt. Kann ich euch dann später noch zeigen? Im Moment noch nicht. Okay, hallo Shane. Guten Morgen. Willst du mir ein paar Panda-Übungen machen? Nein, jetzt im Moment nicht. Ich wollte euch auch noch was ganz Tolles zeigen. Das habe ich ganz vergessen. Jetzt kann ich euch aber nur ein Bluebell zeigen. Na, mache ich später, wenn wir wieder zurück sind. So, wir gucken erstmal hier nach dem Pflänzchen. Ist denn hier wenigstens schon mal was gewachsen? Das sieht doch schon mal gut aus. Das kann man machen, ne? Okay, was habe ich denn jetzt hier an Saatgut? Spinat? Nein. Wir machen hier mal Looky Looky. Hallo? Ja. Was können wir denn jetzt hier noch pflanzen? Wir müssen ganz runter zu der Saat. Kohl? Nein. Tomaten? Nein. Weiß? Nein. Radieschen? Nein. Buchweizen? Anreif? Gedeiht das ganze Jahr? Das ist natürlich sehr praktisch. Das ganze... Das ist interessant, weil hier steht immer, das geht ja das ganze Jahr, aber auf den Infoseiten ist das immer doch ein bisschen, jahreszeitenabhängig. Das hat eben jetzt zum Beispiel, ich weiß gerade gar nicht, ich müsste jetzt lügen, Buchweizen nur im Sommer und Frühling geht und Sojabohnen jetzt nur im Herbst und Winter oder so. Irgendwie so, dass das halt eben trotzdem immer beschränkt ist, aber hier steht jetzt nichts dazu. Das ist mir schon sehr irritiert. Na gut, werde ich es aber trotzdem mal anpflanzen. Ich sehe. Interessant. Der Dünger wird weniger. Das ist wirklich interessant. So, okay, dann werde ich einfach mal... Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, aber eigentlich, mir wurde gesagt, es würde funktionieren. Oh Gott, jetzt regnet es auch noch. Ich hätte vielleicht eventuell mal einen Wetterbericht gucken sollen. Jetzt werden meine Tiere sauer, weil sie draußen sind. Jedenfalls mindestens eine Kuh und ein Huhn. Ja, das ist natürlich nicht so ideal. Ah, passiert. So, jetzt ist die Frage, funktioniert das, wie ich mir das vorstelle? Weil ich habe gelesen, dass man hier wieder ansetzen kann. Das geht!
Das ist ja super, dass das funktioniert. Wieso wusste ich das nicht? Bin ich doof? Guck, und dann kann ich hier schön weitermachen. Perfekt. Ist doch schön. Eins nice Sache. So, achso, ich brauche natürlich die Saat auch noch. Ja, dann machen wir das einfach mal. Das kommt schon hin. So. Ich ging irgendwie davon aus, dass man... Also man kann jetzt zwei Gräben im Nachhinein nicht mehr verbinden, aber man kann halt einen einzelnen Graben erweitern. Und da war ich irgendwie zu doof, das zu checken. Keine Ahnung. So, da pflanze ich jetzt ein bisschen auf jeden Fall noch. Hier so vier Stück. Machen wir mal, sagen wir mal, machen wir mal fünf Stück draus. Und das erweitern wir jetzt auch. Jetzt habe ich die Hacke schon wieder weggetan. Wie doof bin ich eigentlich? Warte mal. Ich bin manchmal echt zu doof für alles, oder? So, okay, nehmen wir mal die Hacke rein. Ich nehme auch mal ganz mutig die Sichel mit rein. Radieschen nicht. Die brauchen wir ja nicht mehr erstmal. Mais auch nicht. Auberginen. Eigentlich könnte ich auch Auberginen noch anbauen. Das ist einfach, weil das nimmt auch unnötig viel Platz weg. Eigentlich wollte ich ja jetzt ein bisschen horten, aber das war keine gute Idee. Nein, keine Herbstblumen, Sommerblumen. Nein, 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 nein. Hä? Habe ich trotzdem hier alles? Warte mal. Ach so, hier habe ich alles. Oh, ich bin wieder so verpeilt wie eh und je. So, dann siechel ich hier mal ein bisschen. Ich weiß nicht. Wobei, nee, komm, ich lass das. Tada! Boah, bin ich nicht toll. Ich bin so ein bisschen begeistert von mir selbst. So, okay. Das war jetzt keine Sojabohnen, die ich jetzt hier habe, ne? Das war jetzt Buchweizen, genau. Dann noch ein bisschen Buchweizen. Weil mit dem Buchweizen kann ich eigentlich auch noch nicht wirklich irgendetwas machen, fällt mir gerade auf. Aus dem Grund, was mache ich denn hier? Weil ich kann ja den, auch nicht, den Weizen auch nicht mahlen. Ich habe ja keine Mühle. Fällt mir gerade so auf, so nebenbei. Also, das ist vielleicht ein bisschen dumm, was ich gerade mache. So, nehmen wir mal ein paar Sojabohnen, damit können wir schon eher was anfangen. Okay, gut, dann lassen wir das jetzt hier so und auf, ne? Guck mal ein bisschen durch. Ich werde auf jeden Fall mal kurz Ina besuchen und ihr eine Kastanie überreichen. Habe ich noch die Pferdekekse dabei, genau. Kana liebt ja die Pferdekekse. Hallo Kana, bist du ein Pferdekeks? Du kriegst einen Pferdekeks. Bitteschön. Oh nein, für mich echt jetzt toll. Irgendwann wirst du mich mögen auf Stufe 1. Hoffe ich. Hallo Rahi, na? Ja, du redest interessante Sachen. Ich habe es gar nicht gelesen, aber man sollte Kindern immer wenigstens das Gefühl geben, dass man aufmerksam zuhört. Oh, und zwei neue Sachen. Riesenlaubfrosch. Ich kann ja nach Fröschen in den Bergen suchen. Oh mein Gott, die wollen hier alle so Tiere haben. Okay, gut. Habe ich überhaupt jetzt... Nee, ich habe gerade nicht die Kastanien dabei, die ich abgeben will. Dann kümmern wir uns da auch noch drum. Wo ist denn mein Stift? Da werde ich hier mal einige Sachen hier reintun, wie dich und dich und dich. Dann habe ich noch mal einen Hammer dabei, ich weiß es gar nicht mehr. Dich und dich. Okay. Und guck mal, was ich übrigens gefunden habe, ein blaues Kleinod. Das muss ich irgendwann mal irgendwie in den Bergen gefunden haben. Da habe ich einfach durchgedrückt und habe das nicht mitbekommen. Und im Nachhinein so, ups, was ist denn das? Da war ich ein bisschen überrascht. Okay, was wollt... Ach ja, Kastanien. Zwei Stück. Hier, nehmen wir einfach die. Und geben die der Ina ab. In der Hoffnung, dass sie uns dann ein bisschen mehr mag. Das war doch wunderbar. Hallo, Yume. Du siehst gut aus. Gesund zu sein ist das Wichtigste. Über den Auftrag wollen wir gerne reden. Ach, schade, du wirst kommen. Und hier bist du. Danke. Moment. Ich denke nicht, dass du alles hast. What? Bist du drei Kastanien? Ina, möchtest du etwa mir sagen, dass du drei Kastanien willst? Nee, ich hab doch, was du willst. Ach, ich soll das Cam geben. Ups. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal ganz schnell auf den Weg zurück und suchen Cam. Oh, wartet mal. Ich möchte auch gucken, ist Rainer zufälligerweise zu Hause? Mit der würde ich gerne auch mal ganz kurz reden. Oh, Gampe, na du?
Oh, es ist schön, Mittag. Es ist schon Mittag. Vergiss nicht, Spaß zu haben. Nein, 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 ich hab noch keine Falter. Tut mir leid, Gombi. Boy. So, ist Raina zu Hause? Nein, Raina ist gar nicht zu Hause. An verregneten Tagen ist sie doch manchmal auch im Stadtzentrum, ne? Eigentlich müsste ich übelst schnell nach Hause meine Tiere reinbringen, weil die sonst übelst gestresst und vielleicht krank werden. Und ich hier so, nö, keine Ahnung, mir egal. Und renne hier einfach in einer anderen Stadt rum. Nee, Raina ist auch nicht hier. Raina? Ach doch, da bist du ja, Raina. Hi. Du magst doch hier so Sachen, die ich habe oder gerade nicht habe. Ups, warte, Raina. Nicht bewegen, Raina. Bin gleich wieder da. Raina. Du magst zum Beispiel ganz gerne, sie mag doch so Sachen halt so. Minze magst du. Oder Lavendel. Ich gebe dir Lavendel. Lavendel. Bitteschön. Oh, hallo. Zu dieser Jahreszeit fühle ich mich immer müde. Aber hier, nimm doch den Lavendel an. Was, ein Geschenk? Du meinst, ich kann das haben? Ach, das ist recht hübsch. Dankeschön. Und sie hat sich gefreut. Ich habe bald eine Freundin fürs Leben. Nein, ich glaube nicht. Aber immerhin ein Geschenk, was irgendjemandem mal gefällt. Also versuch mal so ein bisschen mit Kana und Raina so anzufreunden. Mal gucken, ob das klappt. Ich glaube nicht, aber wir bleiben dran. So, dann suchen wir jetzt mal Cammy Boy. Der muss ja irgendwo sein. Ich hätte ja vielleicht auch einfach mal im Café gucken können. Da wohnt er ja. Das wäre eine gute Idee gewesen, aber soweit konnte ich irgendwie nicht denken. Ich weiß auch nicht, wieso nicht. Aber nun gut, dann machen wir das mal. Dann geben wir ihm die Kastanie und dann können wir zu... Ja, eine Grille. Dann können wir dann nochmal zu Ina. Ich weiß gar nicht, was Ina mit Cammy überhaupt zu schaffen hat. Das sind so... Normalerweise immer für irgendwelche Freunde oder so, aber ich weiß jetzt nicht, ob Cam und Ina jetzt hier voll tight sind. Hier unten ist er schon mal nicht. Manchmal steht er hier unten. Aber heute nicht. Du bist Mikael? Dir rede ich auch gerne gleich noch mal kurz. Kein Problem. My friend. Ich kümmere mich immer nicht um die Tiere. Ich bin richtig furchtbar. Hallo. Guten Abend. Was kann ich für dich tun? Oh, nicht, alles cool. Ich gucke noch hier bei dir überall mal rein. Übrigens hier, das ist wirklich so. Guten Abend, Jume. Es ist schon spät. Hier wohnt sie und hier wohnt Howard. Ich finde es so geil. Aber Cam ist nicht da. Vielleicht ist Cam gerade mit Ash unterwegs oder so. Ich weiß es nicht. Cam, wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Das macht mich traurig. Wer ist denn hier? Hallo? Bist du Rose? Ah, hallo, Yumi. Oh, schau an, die Zeit. Die Zeit geht schneller vorbei, wenn man älter wird. Ach, guten Abend, Yumi. Deine Stimme ist etwas tiefer am Abend. Okay. Hallo, Robin. Hi, Yumi. Ist es echt schon so spät? Das gibt es doch nicht. Nein, nein. Na gut, dann... Oh, wartet mal. Ich will euch was zeigen. Shovel, hier. Entschuldigung. Guckt mal hier. Ich habe bei ihr eine zweite offene Blüte. Oh mein Gott. So Ende Herbst. So Mitte, Ende Herbst der dritten Jahreszeit. Und ich habe mich endlich mit dem kleinen Mädchen im Dorf nebenan angefreundet. Also man sieht schon... Die Leute hier sind echt eine harte Nuss. Also die nehmen es echt schwer. Die wollen nicht so leicht, dass man sich mit denen anfreundet. Nein, nein, nein. Okay, gut. Dann bedanke ich mich mal bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ihr mir Let's Play Harvest Moon und die Geschichten zweier Städte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, was haben sie dich hier draußen gelassen? Das tut mir leid. Ups.